Und willkommen zurück zu WoW Pre-Legion. Ja. Pre-Event-Gedöns-Level-Zeugs und so. Wir sind immer noch mit unserer knuffigen Gnomen unterwegs. Haben hier beim letzten Mal die Arena geplättet zu zweit. Mit einem Dekar zusammen. Haben dann da den Boss geruhlt. Nachdem unser Dekar wieder weggestorben war, und in dieser Folge werden wir mal gucken, ob wir hier einen ganzen Sack Dungeons hinkriegen. Wir haben hier Dampfkammer, Botanika, Mechana, zerschmetterte Hallen und das Schlabbi. So, aber bevor wir das machen, geht's hier erstmal ran und lasern. Wir müssen hier lasern, lasern, lasern. Gut, was wir vielleicht noch machen könnten ist, wie sieht's mit der Zeit aus? Keine Angabe. Wir könnten denn hier auch gleich noch den Weg freimachen für die Escort-Quest, fällt mir gerade ein. Und hier ein paar Leute verbrennen. Brennt im Feuer der Rechtschaffenheit. By fire be purged. Indeed. So, noch Anfang an, 3 Fitte, okay. So, dann müssen wir da die killen. Und haben wir schon eine Zeit inzwischen? Ne, ist ja schön. Hier kann man übrigens in dem Dorf Schmiederezepte farmen. Curium irgendwas droppt hier. Ich glaube, ein Gürtel und war noch was? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein Gürtel droppt hier. Schmiederezept und nur hier. Und das ist auch Bob und es kann auch nur ein Schmied mit der entsprechenden Spezialisierung, also ein Rüstungsschmied, finden. Okay, die reagieren nicht. Und hier ist dann jetzt die Escort-Quest. Warum? Die ploppt erst auf, nachdem man die Wachen getötet hat. So, jetzt kann man ihn hier anquatschen. Yo! Wir machen hier Escort-Quest. Dann spawnen hier ein paar böse Wichte. Vielleicht sollten wir ihn auf Fokus setzen. Damit wir ihn immer im Auge haben. Gut, wir hätten die hier außen auch noch wegklären können. Weil die ja, denke ich mal, doch nicht so schnell respawnen werden. Soweit reicht dein Heal-Totem gar nicht. Das ist ein Erdbindungstotem, okay. So. Das bringt da hinten auch nichts, das Erdbindungstotem. So. Jo, dann stampfen wir mit ihm hier rum bis da oben zur Straße. Und dann haben wir die Quest erledigt. So, er gammelt da noch ein bisschen rum, dann können wir so lange... Man muss ja aber auch aufpassen, das ist, glaube ich, eine von diesen Quests, wo man nicht so weit vom... zu eskortieren den NPC weg sein darf, ansonsten kommt denn da fehlt und er despawnt. So. Und man sollte auch nicht zu weit nach vorne hin Mobs pullen, weil wenn er zu weit wegläuft, ihr aber dicht genug dran seid, kann er auch evaden. Und das ist auch recht nervig. So. Da vorne bis zur Kreuzung müssen wir, also das sollten wir eigentlich schaffen. Bevor ein Dungeon aufgeht, denke ich. Ich hab kein Ziel. Voraus ist die Straße nach Tilla. Dort werden wir uns trennen, weil die Finsterwut uns nicht noch mehr hinterher schicken. Hoffe ich, schafft es einer von uns lebend nach Tilana. Tila. Ja, ne? Ich denke mal, wir beide schaffen das. Außer du rennst dann nachher in die Patrouille rein. Die wir auch noch umhauen müssen für das Quest-Start-Item. Aber ich denke mal, das wird sich anbieten. Oder wird sich ergeben. Yay! Quest erledigt. Dann können wir jetzt hier noch ein paar Leute töten und ein paar Körper anzünden. Was ein Hobby. Leute töten und Körper anzünden. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Für Orthor gibt es nachher auch noch eine Quest. Als Follow-up zu dieser hier, glaube ich.
Was müsste. Oh, der hat kein Ausrufezeichen. Nanu? Ist ja keine Quest mehr. Gut, zünden wir mal weiter Leute an. Brenne. Auf dass du zu deinen Ahnen kommst. So. Wieso, was hast du denn? Cooldown auf solchen Quest-Items, ey. So. Okay, getötet haben wir jetzt auch alles. Okay, das heißt, wir hätten hier alles fertig soweit. Wir müssen jetzt nur noch, die eine Patrouille töten, um die Quest da zu starten. Die Drop-Quest. So, aber bevor wir das machen, müssen wir wie gesagt erstmal ein paar Leute anstecken. So. Zack. Ich glaube, am Wasser unten lagen mehrere rum. Es gibt übrigens diese Escort-Quest auch für die Horde. Die war, glaube ich, in dem Haus oder einem oder da hinten irgendwo eine Maus. Ein Thunderclapping Sheep. Yep. So, dann haben wir noch wieder ein paar Leichen zum Abfackeln. Yes, indeed. Warten. Ja, das ist das nächste größte Hobby. Warten. Was sagt eigentlich unser Dungeon Browser? Nix. Gut. Oder nicht gut. Ich wollte diese Folge eigentlich ein paar Dungeons machen, aber es sieht nicht so aus, als würde das was werden. Ich hab kein Ziel. Mist. Ach, hier sind auch noch Bewohner. Kann man die von hier? Das ist zu weit entfernt. Können wir unter Wasser verbrennen. Das ist eine sehr gute Idee. Yay! brennt unter Wasser. Ja, Blizzard. Ja, ist ein Fantasy-Game. Ist alles in Ordnung. So, jetzt müssen wir mal noch die Pat suchen. Und die dann auch noch erdolchen. Lass mich erstmal kurz fix hier einen Tee nachgießen. Vorsichtig. Vorsichtig. Okay, so. Erz. Das ist zu weit entfernt. Ist es nicht. Lüg doch nicht. So, flupp. So, 38. Ja, ich denke mal, die Quests, die sollten eigentlich für ein Level abweichen. Wo ist die Pat? Warte mal, nee, da müssen wir nochmal in die andere Richtung reiten. Die müssen wir jetzt hier erstmal noch erwischen. Gibt die, glaube ich, sogar zwei Pads. Eine, die hier so in der Region sein müsste und eine, die von in der Nähe von der Hordebasis da bis hier vorne irgendwo rumgammelt. Mensch. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich gleich in die andere Richtung geflogen und hätte dort geguckt. Bo-bo-bo-bo, ta-ta-ta, Annika. Oh, das war damals, wo die frisch als Hero rausgekommen ist. Oh, Pre-Nerf. Ein Traum. Ohne CC ging da gar nichts. Äh.
Blub. Blub. So, Pet, Feuer frei. Taunt aus. Mäh, ihr Schafe. So. Was haben wir denn hier für Level? 70, 67, 67, 67. Oh, der hat das blaue Paladin T1, das rote Blau, das rote Blau, das rote Paladin T0. Nee, die Bananen waren T1, also das rote Bananen T1 Lookalike. Das ist ein Random Drop aus Heroes, glaube ich, oder war das Non-Heroic? Ich weiß das gar nicht mehr. So, wir sollten ihn hier vielleicht auch mal ins Fokus setzen. Hallo? Loot. Achso, wir müssen würfeln. So. Brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Kann man die häuten? Brauche ein Ziel. Arcana-Foliant. Ablehnen. Wollen wir nicht. Ist Rot. Rotz. Außer wenn man unbedingt Ruf pushen will bei den, bei den Seeren. Skyha oder wie sie im Englischen heißen. Bäm, wie man hier durchschnetzelt, ey. Und wie viel Grün hier droppt schon wieder, Wahnsinn. Das ist very nice. Oh, es gibt einen Boss. Tretet vor. Ich sorge dafür, dass ihr ordentlich erkannt. Achso, der Mana-Wurm, der war von uns. Ich hab mich schon gewundert. Hä? Wer kann denn hier Mana-Würmer beschweren? Beschweren? Eine Phasenbestie, cool. Yay. Das hat hier. Hunter, Level 70. T1 Look. War das T1? Ne, das war T. Nicht T, das war hier Dungeon Set, war das. Also D1. Oder T0 eher gesagt. Das T0 Set. Ja, das hier war eine der kritischen Bereiche wegen den Giftfolgen, die die Pflanzen machen. Delirium. Nice. Ich hab kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Bin mal gespannt, ob mit Legion wieder Kartensets kommen. Ich muss sagen, die waren ja bisher eigentlich immer in den letzten Jahren arschlos, weil bis du die zusammen hattest, konntest du in Raids 10.000 mal bessere Teile kriegen. Bam, bam, bam. So. Ich habe kein Ziel. Was macht ihr da? Diese Exemplare sind sehr empfindlich. Da war noch ein Trash-Mob mit bei. Oh, der ist rot für mich. Die sind zu low. Achso, jetzt müssen wir hier die Viecher kaputt machen. Dann hört er sich auf zu heilen. Die Exemplare müssen geschützt werden. Jupp, was haben wir hier? Stoff. Oh, warte mal. Wie sieht das aus? Huch. Das ist, glaube ich, auch von einem Magier-Set ein Lookalike. Frag mich aber nicht, welches. Das ist T.
müsste, glaube ich, das T2 sein. Im PC droppen, glaube ich, hauptsächlich T2 und T0 Lookalikes. Yep. Guter Job. Good effort. Good effort. Euer Leben wird mir gehören. Well. Ihr werdet nicht weit kommen. Ich muss hier runter, sonst. Aua. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ausdauer verringert. Der wäre sehr schön als Melee. Dann lass ihn doch einfach mal sterben, Gottverdammt. Verstehe ich nicht. Oh fuck, habe ich da vergessen, eine Quest zu machen? Was hat die denn eigentlich benutzt? Noggenfogger. Noggenfogger. Foggennogger. Das war auch so ein übler Raum. Also das hätte wahrscheinlich auch zu einem Vibe geführt. In der Gruppe, die in Heroics gerade angefangen hätte zu WC-Zeiten. Ah, nee. Da. So. Irgendwas haben wir da nicht gelootet. Irgendwas haben wir da nicht gelootet. Hey! So, und die Oberpflanze. Hallo, Lai. Rumpf. Volle Breitmöhre. So, können wir sie von hier beschießen? Okay. Nicht in diese Folgen reinkommt, ne? Yep. So. Zack. Oh, wir haben sogar gewonnen. Wir haben sogar gewonnen. So. Das Loots. Wer wagt es, dieses Heiligtum? So, da bin ich mal gespannt, ob wir hier eine Phase kriegen oder nicht. Aua. Hallo? Sieht nicht so aus, als wenn wir eine Phase kriegen. Nope. Gehöre nicht. Hunter's Head. Aber kein Interesse. Kein Interesse, .com. So, dann können wir eigentlich raus. So, dann wäre der Dungeon auch erledigt. Einer von uns auf unserer Liste, die wir abhaken können. So, Botaniker weg. Immer noch auf der Suche nach der Patsch. Patschi, vielleicht sollten wir mal kurz
Inventar leer räumen. Wäre vielleicht nicht schlecht mittlerweile. Okay, bleibt weg, weg, weg. Was bin ich froh, dass man die Teile endlich verkaufen kann. Früher, also das geht glaube ich auch erst seit ein oder zwei Add-ons. Vorher konnte man die nie verkaufen, man musste sie immer zerstören. Und das war so nervig. Ne? Und da ist die Putt, oder eine der Putts, die wir gesucht haben. Ich muss näher ran. So lustig. Oh, die hauen ganz schön zu. Hallo? Kannst ruhig weiter angreifen. Jupp. Können wir nur eine von benutzen? So. Okay. Dann mal los und zurück. Kann's wieder weg. Zack. Was schlägt er uns denn schönes vor? Sharegrad. Neta-Dingens. Sharegrad, ja. Neta-Sturm. Die möchte ich, wenn möglich, vermeiden. Halt. Was war das denn? Dunholde. Ja, haben wir auch schon fertig. Haben wir auch schon fertig, mein Freund. Bist zu langsam. Oh, Sauerfang der Jüngere, der in ICC sterben wird. Quatsch, er beim Wrath geht. Oder gestorben ist, wenn man es so sieht. Er ist ja schon tot. Gut, für den Charakter hier noch nicht, für unsere Lizzie, aber nee, die machen wir auch nicht, die Scheißquest. Für den für den Demon Hunter. Ich hab keinen Bock drauf. Da haben wir keinen Bock drauf. So. Ach verdammt, ich habe hier vergessen, die Quest für den Astralen abzugeben, anzunehmen, die hier hinten irgendwo ist. Die hätten wir dann hier abgeben können. Nachdem wir einmal rum sind um Nagrand. Ah, naja, man kann ja alles haben, ne? Mann, König Olhef. So, wie viel fehlt uns denn jetzt noch? 19.000. Na, das kriegen wir nicht durch Erkundung. Durch Erkundung kriegen wir vielleicht mal 900. Gucken, ob wir eine Quest kriegen, die wir da in den Telar abgeben können. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Ja, das können wir auch mal annehmen. Frage der Sicherheit. Ja, ja, ja. Oh, shit. Und ich habe die weggeschmissen. Doof. Doof. Elfenbein. Oh, die Quest kann ganz schön nervig sein. Das kann ich euch sagen. Oh mein Gott. Was habe ich damals hunderte von diesen scheiß Alex umgehauen, damit sie endlich mal so einen Stoßzahn droppen. Oh, ist mir schlecht. Ist mir schlecht. So, okay. Banter. Der ist nicht mehr Elite? What the fuck? Easy Mode hier alles. Kristallfragment von Oshogun. Hallo. Goodbye. Müssen wir die töten? Okay, die Ausgeburt müssen wir töten, dann können wir da gleich hin. Da gab es glaube ich auch einen raren Mob, der hier um Oshogun rumgetuckert ist. War glaube ich irgendwas. Total ungewohnt ohne so einen raren Mob-Übersicht. Man geht völlig blind. Völlig blind durch die Welt. Ja, und das ist auch das Oshogun, was auch im Paralleluniversum dort in Nagrand rumsteht. Wobei der Inhalt, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ist.
Das Äußerliche natürlich auch. So. Wie viel sollen wir davon töten? 8. So. Das ist zu weit entfernt. Die dich zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich muss. Ich habe kein Ziel. Ah, das ist natürlich sehr tragisch für dich und für uns. Ich brauche ein Ziel. So, das Erz. Was haben wir hier so schönes? Neues Kibbler-Video, okay. So, als da hinten sind wieder so eine astralen Genossen. Yep. Ach, fick. Ich brauche ein Ziel. Ist egal. So, gif mich die Gems. Ich bin außer Reichweite. Natürlich, den am Arsch der Welt erwischt er. Hallo. So geht das, Junge. Zack. Oh, scheiße, wir haben alle zusammen. Okay, gut. Dann können wir jetzt, da müssen wir, glaube ich, noch so ein Named killen. Gas irgendwas. Gavaxi. Dann werden wir da mal hingavaxieren. Das ist da hinten irgendwo auf einem Hügel. Aber auch hier in der Nähe von Oshogun. Wenn er da ist, dann können wir die Quest noch machen. Wenn nicht, dann werden wir die Folge beenden und in der nächsten Folge um den Typen kümmern. Oh halt, da ist ein Elek, den wir erschlagen müssen. Für einen Stoßzahn. Oh, der erste hat gleich einen dabei gehabt. Wahnsinn. Born Scene. Da auf dem Hügel steht er normalerweise. Und manchmal geht er auch runter und läuft auf der jetzt von uns abgewendeten Seite rum. Und der Genosse ist nicht da. Doch, da ist er. Da ist er. Hallo und goodbye. So, okay. Damit würde ich sagen, scroll. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich werde stets gern an euch zurückdenken. Indeed. Bis dahin, euer Znarf. Bye, bye.